Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, als wir uns den Antrag Ihrer Fraktion, liebe Linke, angeschaut haben, dann mussten wir feststellen, dass die Überschrift in Teilen richtig ist. Die Energiewende sozial gestalten. Doch im zweiten Teil Ihrer Überschrift geht es schon los mit den Fehlern. Stromsperren gesetzlich untersagen. Im zweiten Teil Ihrer Forderung, eine Bundesratsinitiative mit dem Ziel zu ergreifen, Stromsperren aufgrund von Zahlungsunfähigkeit von Verbraucherinnen und Verbrauchern gesetzlich zu untersagen. Das ist in unseren Augen purer Populismus, meine Damen und Herren. Ihr Antrag ist schlichtweg oberflächlich und nicht umsetzbar. Wir haben uns im Arbeitskreis mit dem Thema schon beschäftigt, bevor Sie diesen Antrag eingebracht haben. Und wir haben auch schon einen Antrag, der sich jetzt gerade noch mal in der Korrektur befindet, den wir wahrscheinlich voraussichtlich im nächsten Plenum einbringen werden, der tatsächlich die Wurzel des Problems angreift. Denn wie ich schon sagte, ist es ja so, dass der erste Teil Ihrer Überschrift richtig ist, die Energiewende sozial gestalten. Das sind wir den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes schuldig, wenn wir die Bürger schon mit dieser EEG-Umlage mehr belasten. Aber so wie Sie das wollen, funktioniert das einfach nicht, meine Damen und Herren. Ich werde nicht genauer auf den Antrag, den wir im nächsten Plenum einbringen werden, eingehen, da es ja bekannt ist, dass in diesem Landtag fraktionsübergreifend von der AfD abgeschrieben wird. Ich merke an Ihrer Reaktion, dass ich einen Schwarzen getroffen habe. Ich danke Ihnen. Um es noch mal zusammenzufassen, ich möchte es noch mal wiederholen. Ihr Antrag ist oberflächlich, nicht umsetzbar und schlichtweg reiner Populismus. Wir werden im nächsten Plenum einen lösungsorientierten, tiefgreifenden Antrag einbringen, der das Problem auch wirklich löst, meine Damen und Herren. Ich danke Ihnen.